Hallo, guten Tag. Ich starte mit einem neuen Weekly Reading, endlich. Und ja, dachte mir, ich melde mich heute gleich mal. Ich habe mir eben auf der Heimfahrt überlegt, dass ich mit einem neuen Weekly Reading eigentlich mal anfangen könnte. Ja, mein letztes Weekly Reading ist schon eine ganze Weile her. Mein letztes Videodrehen ist eine ganze Weile her. Es ist alles sehr, sehr lange her. Ich hinke mit meinen Videos hinterher. Es ist alles im Moment schwierig. Ich habe 4 Wochen jetzt flach gelegen. Ich war 4 Wochen krank zu Hause und es ging gar nichts. Und ja, deswegen hinke ich jetzt mit allem ein bisschen hinterher, weswegen ich auch schon überlegt habe, wie ich was machen kann, um ein bisschen die Zeit aufzuholen, weil ich jetzt nicht im März meinen Lesemonat vom Januar online stellen will und den dann vom Februar im April, und dann hinke ich immer so hinterher und das will ich nicht. Ja, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich die Lesemonate und die Neuzugänge vom Januar und Februar zusammenschmeiße. Auf jeden Fall, jetzt habe ich gerade irgendwie komplett den Faden verloren. Verdammt, wo war ich jetzt? Ich glaube, ich war gerade dabei zu erzählen, dass es sehr, sehr lange her ist, dass ich irgendwas gemacht habe für YouTube. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt in den nächsten Tagen mache, dass ich hier alles mal nachhole, dass ich wieder up to date bin mit meinem ganzen Kram. Und ich hoffe, ich halte hier nicht gerade das Mikro zu. Gott, ey, das ist alles so lange her. Ich kann das hier alles schon gar nicht mehr. Ja, ansonsten habe ich heute noch ein Paket bekommen. Und zwar das hier. Und da steht drauf, dass das von der lieben Jackie Fellgut ist. Und ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und ich werde es jetzt mal mit euch zusammen aufpacken und mal reingucken. Und, oh Gott, ich kriege es mit einer Hand auf. Kriege ich das mit einer Hand auf? Ich versuche es. Gott, es ist aber auch gut zugeklebt. Ist das hier Superkleber oder... Alter, es ist doch nur ein Briefumschlag. Oh Gott, so. Was ist das? Von Jackie Sehnsucht nach Sommer bekommen als Hardcover. Scheiße, sieht das schön aus. Guckt mal. Ist das nicht schön? Oh, es ist so schön. Es ist so beautiful. Und ich habe noch eine Karte und ein Lesezeichen davon bekommen. Ich finde das Cover ja auch echt richtig, richtig hübsch. Und oh, ich freue mich. Danke, Jackie. Vielen, vielen Dank. Oh, ich freue mich so. Ich muss ihr gleich eine WhatsApp schreiben. Oh, ist das schön. Das hat sogar ein Lesebändchen. Oh mein Gott. Das ist eigentlich nie der Fall. Oder sagen wir mal zu 95% nicht der Fall, dass Bücher von Self-Publishern ein Lesebändchen haben. Oh mein Gott, dieses Buch ist so unglaublich hübsch. Oh mein Gott. Schaut es euch an. Es ist so schön. Es ist auch vom Inhalt her schön. Und ja, ich freue mich, ich freue mich. Bis dieses Video hier online geht, ist unser Hangout wahrscheinlich schon vorbei. Ich hätte eigentlich ein Ankündigungsvideo für das Hangout mal noch drehen sollen. Jetzt ist das Hangout aber schon am Montag und ich kann kein Ankündigungsvideo drehen. Vielleicht poste ich es einfach offen als Community-Beitrag. Ja, wir haben ja am 11. März jetzt ein Hangout mit der lieben Jackie zusammen, wo es um ihr neues Buch geht, Sehnsucht nach Sommer. Und da freue ich mich schon voll drauf. Das Hangout ist bei Steffi auf dem Kanal. Und ja, ich freue mich gerade voll über das Buch. Und sie hat auch was Süßes geschrieben. Oh, ist das süß, ist das süß, ist das süß. Ja, das werde ich dann jetzt gleich machen. Ansonsten, was gibt es noch zu berichten? Ich habe endlich das neue Gestaltenwandlerbuch gelesen. Und ich fand es richtig gut und ich liebe Nalini Singh einfach sehr. Und aktuell mache ich ein Reread und zwar, wartet, ich zeige es euch, von diesem Schätzchen hier. Das ist der erste Teil von Grisha, Goldene Flammen. Das lese ich mit der kleinen Sina nochmal zusammen. Das ist, ich sage immer kleine Sina, weil das nicht Sina ist. Also das ist nicht die von Wörtern gefesselt Sina, sondern eine andere Sina. Deswegen ist das die kleine Sina, weil sie jünger ist als die von Wörtern gefesselt Sina. Damit ich das für mich immer auseinanderhalten kann. Auf jeden Fall lese ich mit der kleinen Sina gerade Grisha. Ich habe das Buch mit ihr vor 2 Jahren schon gelesen. Und wir wollen jetzt gerne die ganze Reihe zusammen lesen, weil wir jetzt beide endlich alle Teile in unserem Besitz haben. Und ja, da das schon 2 Jahre her ist, dass wir den ersten Teil gelesen haben, haben wir gesagt, wir lesen den ersten nochmal und wir kommen auch gut voran. Wir lesen heute bis Seite 135, ich bin jetzt auf Seite 105, das heißt, ich muss noch 30 Seiten heute lesen. Und ja, dann werde ich Sina schreiben. Ansonsten muss ich mal gucken, ich wollte eigentlich die Tage noch mit dem Buch hier anfangen. Wartet, oh Gott, ich muss mal hier auf der Couch rüberrutschen. Und
zwar mit dem Schätzchen hier, mit der Ellington Academy. Was geschah mit Alice? Dieses Buch habe ich auch vom Löwe Verlag einfach so zugeschickt bekommen. Ich habe es nicht angefragt oder irgendwas. Und ich finde aber, das klingt echt richtig spannend. Das klingt so ein bisschen Richtung Night School. Ich fand den Night School von der Thematik her eigentlich ganz cool, aber mir hat einfach die Umsetzung ja so gar nicht gefallen und ich fand die Protagonistin einfach so dumm. Und ja, das ging einfach gar nicht. Deswegen habe ich ja Night School dann beim zweiten Band abgebrochen nach den ersten 50 Seiten. Also den ersten habe ich ja noch komplett gelesen, habe gedacht, okay, gib dem zweiten Teil noch eine Chance, vielleicht ist es ja dann besser. Und ja, es wurde nicht besser, deswegen habe ich dann gleich gesagt, nee, lassen wir. Und ja, Ellington Academy. Ich bin sehr gespannt. Hier steht, Stevie Bell ist großer Fan von Sherlock Holmes und Agatha Christie, aber noch viel mehr begeistern sie reale Krimifälle, wie die bisher ungelöste Ellingham-Affäre. Als Schülerin der exklusiven Ellingham Academy kann sie endlich selbst am Schauplatz der legendären Entführung ermitteln. Doch als ein Mitschüler ums Leben kommt, muss Stevie nicht nur das Verbrechen von damals aufklären. Und ich finde, das klingt echt richtig cool. Ich will es auf jeden Fall lesen und euch vorstellen. Und ja, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das parallel noch zu Grisha anfange oder erstmal lieber nur Grisha lese. Oder erstmal nur Grisha lese und das dann danach. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Cinta und Ella habe ich immer noch nicht gelesen. Es liegt immer noch hier rum. Ich wollte es längst lesen, aber irgendwie, ich war 4 Wochen krank und ich konnte von diesen 4 Wochen 3 Wochen nicht lesen. Es ging einfach nicht. Ich hatte keinen Kopf, ich hatte Kopfschmerzen, mir tat alles weh. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig erkältet seid und Zahnschmerzen habt und Gliederschmerzen und alles ist scheiße? So ging es mir. Und ja, dadurch hinke ich natürlich auch, was mein Lesevorhaben für dieses Jahr betrifft, total hinterher. Aber das will ich machen. Ja, so ist das. So, ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt, ihr seid auf aktuellen Stand. Ja, mehr gibt es im Moment nicht zu berichten. Ich habe gestern auch neue Bücher gekauft, habe die dann aber gestern gleich an meine Arbeitskollegin wieder ausgeliehen. Deswegen kann ich die euch jetzt nicht zeigen. Ich zeige sie euch dann später. Und ja, mehr gibt es nicht zu berichten. Und jetzt kommt mein Mann, jetzt habe ich Hunger und ich melde mich später. Hallo, guten Tag. Ich melde mich auch mal wieder. Es ist Freitag und heute ist der, ich weiß gar nicht, wie vielte. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich gebe euch mal ein kurzes Update, wie es aussieht. Ich lese immer noch Grisha im Reread und habe nur noch so ein ganz kleines bisschen. Also heute ist Freitag, wir haben am Dienstag angefangen. Ich würde sagen, wir sind gut unterwegs. Ich versuche das Ganze auch heute zu beenden. Wir haben uns ausgemacht, dass wir es bis morgen fertig lesen und uns dann morgen nochmal abschließend austauschen. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf das Ende. Ich weiß noch so im Groben, was passiert ist, aber nicht mehr so im Detail. Und ich habe echt gemerkt bei dem Buch, dass man sehr, sehr viel Details und alles vergisst im Laufe der Zeit. Und deswegen bin ich ganz happy, dass wir den ersten Teil auf jeden Fall nochmal gelesen haben. Ich finde das Buch immer noch mega gut. Mir hat es auch beim zweiten Lesen wieder richtig, richtig gut gefallen. Und ja, ich liebe Grisha einfach. Ich glaube, zum Inhalt und so brauche ich bei Grisha nichts mehr sagen. Ich glaube, jeder kennt Grisha von Labor Duo inzwischen. Dann habe ich gerade Buchpost bekommen und ich dachte mir, wir schauen da mal zusammen rein. Und ich sage euch, was da drin ist. Ich glaube, ich weiß es, wenn es das Buch ist, was ich gerne mir gewünscht habe vom Verlag. Moment. Oh Gott, oh Gott. Es. Und es ist das Buch. Und zwar habe ich angefragt Maybe This Love von Jennifer Snow. Das ist der zweite Teil der Colorado Ice Reihe. Und ja, ich freue mich schon sehr. Das Buch hat ein bisschen gelitten beim Transport, aber naja gut. Das ist hier am Buchrücken. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen verschoben hier. Der Buchrücken. Naja, egal. Aber ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Hier geht es ja um den Bruder von Jackson aus dem ersten Teil. Und zwar ist das der Ben. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich freue mich schon, dieses Buch zu lesen. Das werde ich dann jetzt am Wochenende gleich mit tun. Wenn ich Grisha fertig gelesen habe, werde ich dann auch noch mit der Ellington Academy anfangen. Das hatte ich ja vom Löwe Verlag zugeschickt bekommen. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch gerade im Moment nicht zu berichten. Ich werde jetzt noch was am PC machen. Und ja, dann werde ich heute Abend noch ein bisschen zocken und streamen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe ja letztes Wochenende auf Twitch Kingdom Hearts fertig gestreamt und fertig gespielt. Ich habe mich so gefreut, dass dieses Spiel endlich erledigt war, weil ich ja unbedingt diese eine Waffe haben wollte, die es in diesem Spiel gibt. Und dafür musste ich ein Minispiel spielen und ich habe dieses Minispiel nicht auf die Reihe gekriegt. Und es hat mich, glaube ich, insgesamt 10 Stunden gekostet, bis ich dieses Minispiel fertig hatte.
Und ja, jetzt habe ich aber Kingdom Hearts fertig auf jeden Fall. Ich bin happy mit dem Ende und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und heute wird wieder Red Dead gespielt. Ich freue mich. Ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ich habe ja am Montag erst ausführlich hier rumschwadroniert und ich sag mal, bis dann. Hallo, guten Abend. Ich glaube, man sieht, wie spät es ist. Es ist kurz nach 22 Uhr und ich habe bis jetzt gelesen und Fernsehen geschaut. Und ich gehe jetzt in mein Bett. Ich bin total müde. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen und musste heute so früh raus. Und morgen muss ich auch früh raus. Und deswegen gehe ich jetzt ins Bett gleich. Werde dann dort, denke ich mal, noch ein bisschen Fernsehen gucken, bis ich einschlafe. Und ja, ich habe gelesen, und zwar die, doch so rum, Ellingham Academy. Und ich habe jetzt nur noch, ich glaube, 60 oder 70 Seiten. Die lese ich aber morgen zu Ende. Im Moment bin ich an einem Punkt, wo ich einfach nur verwirrt bin. Und denke, hä? Ich verstehe es gerade irgendwie alles nicht. Es ergibt gerade irgendwie nicht wirklich alles irgendwie Sinn. Ich hoffe, dass sich das zum Ende noch irgendwie aufklärt. Ich muss sagen, ich fand es so bis Seite 270 hat es mir echt richtig gut gefallen, das Buch. Und dann passierte etwas, wo ich mir so dachte, warum passiert das jetzt? Ich verstehe es nicht. Und ja. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier noch entwickelt und was dann noch passiert. Bis jetzt, wie gesagt, finde ich es ganz okay. Den Anfang fand ich sehr spannend, aber dann entwickelte sich das alles irgendwie in eine komische Richtung. Die Protagonistin ist irgendwie auch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, leider. Naja, ich lese das jetzt morgen mal zu Ende und dann schauen wir mal. Jetzt muss ich doch tatsächlich noch den Akku wechseln. Wo war ich jetzt? Als nächstes, genau, lese ich das Schätzchen hier, Maybe This Love, der zweite Teil der Colorado Ice-Reihe. Da freue ich mich schon sehr. Wenn ich dann Ellingham morgen fertig gelesen habe, fange ich das hier vielleicht gleich noch an. Ich muss mal gucken, wie ich morgen zum Lesen komme, denn ich fahre morgen Nachmittag noch zu einer Bekannten nach Feierabend und gehe die nochmal besuchen, bevor die ihr Baby kriegt. Und ja, mal schauen. Da weiß ich ja noch nicht, wann ich morgen zu Hause bin. Und ob ich da morgen noch Lust habe zu lesen, ich muss mal gucken. Ja, ansonsten gibt es bei mir eigentlich auch nichts viel Neues. Meine Haare sehen furchtbar aus. Ich muss so dringend zum Friseur, ey. Glaubt man nicht. Ich war so lange nicht beim Friseur, das ist furchtbar. Aber es sind jetzt nur noch 8 Tage, dann ist mein Friseurtermin und dann geht dieses ganze Gewüchs hier auf meinem Kopf auch endlich mal wieder weg und wird in Form gebracht. Ist ja furchtbar im Moment. Ja, aber ich habe leider vorher keinen Termin gekriegt. Naja, egal. Ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nichts weiter zu berichten. Alles beim Alten, alles wie gehabt. Ich muss am Wochenende auf jeden Fall noch meine Lesemonate drehen. Die Bücher liegen hier schon. Da liegt der fette Stapel. Das muss ich ganz dringend noch drehen, damit ich da so für mich einen Haken dran machen kann, hier oben in meinem Kopf. Damit ich so langsam wieder in meinen Dreh-Lese-Rhythmus reinkomme. Das ist furchtbar, wenn man da einmal rauskommt. Das ist dann so... Naja, egal. Ja, auf jeden Fall, das muss ich alles noch machen. Ansonsten gibt es eigentlich auch nichts Neues, was ich berichten könnte. Es ist bald Buchmesse. Ich freue mich voll auf die Messe. Juchel! Und es ist spät und ich muss ins Bett und mir fällt gerade ein, ich muss der Niki noch antworten. Das habe ich heute noch nicht gemacht. Das muss ich schnell noch machen. Die habe ich schon wieder total vergessen. Irgendwie vergesse ich Niki immer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, furchtbar. Mehr gibt es jetzt nicht zu berichten. Ich würde sagen... Ich melde mich nochmal, wenn ich mit Ellingham fertig bin und gebe ein abschließendes Urteil. Und ja, melde mich dann mit Maybe This Love nochmal zurück. Vielleicht dann so am Donnerstag oder Freitag. Ich muss mal gucken. Bis dann. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Freitag und ich muss gleich auf Arbeit. Ich habe keine Lust, weil er hat freitags schon Lust, auf Arbeit zu gehen. Milo pennt dort und... ich wollte mich schon ganz kurz melden, ich habe gestern mit Maybe This Love angefangen und habe da die ersten 120 Seiten gelesen. Und ja, bis jetzt scheint es eine ganz süße Geschichte zu sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt hier so weitergeht, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich kann auch nicht viel zu dem Buch sagen, außer dass ich es bis jetzt mag. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich habe gestern Abend wieder gestreamt. Ich möchte endlich meinen Red Dead Redemption fertig kriegen. Ich spiele das Spiel jetzt schon seit, ich glaube, Dezember? Januar? Also irgendwann möchte ich es auch gerne mal fertig haben. Ja, ansonsten, morgen muss ich unbedingt drehen. Ich habe überlegt, ob ich ein Live-Hangout machen sollte für meinen Lesemonat.
Ich muss ja den Lesemonat für Januar und Februar drehen und da habe ich halt überlegt, ob ich ein Live-Hangout mache. Nächsten Sonntag nach der Buchmesse. Oder ob ich es drehe. Ich bin mir da noch unsicher. Also falls ich es drehe, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr generell dazu sagt, ein Live-Hangout zu machen, so zum Lesemonat oder so. Ob ihr da sowas mal sehen wollt oder nicht. Oder ob euch das interessiert, keine Ahnung. Ansonsten musste ich eben lachen. Ich bin aufgestanden und habe zweimal den gleichen Kommentar quasi von zwei verschiedenen Personen unter dem einen Video gehabt. Und es war zweimal ein Kommentar, wo sich über meine Hintergrundmusik beschwert wurde. Ich mache seit 5 Jahren Videos. Ich mache seit 5 Jahren Videos mit dieser Musik. Weil ich persönlich finde, dass das Lied ist, was am wenigsten störend ist. Ich es aber blöd finde, wenn jetzt gar keine Musik im Hintergrund irgendwie dudelt. Auf jeden Fall nutze ich dieses Lied seit 5 Jahren. Und seit 5 Jahren hat sich keiner beschwert. Und jetzt kriege ich gleich 2 Kommentare unter dem einen Video, dass die Musik scheiße ist, dass die Kacke ist und dass man sich das Video nicht zu Ende angucken konnte, weil die Musik so scheiße ist und man bekäme davon Kopfschmerzen. Okay, Leute. Jetzt Butter bei die Fische. Habt ihr mir jetzt 5 Jahre lang nicht gesagt, dass diese Musik scheiße ist? Habt ihr mir 5 Jahre nicht gesagt, dass ihr lieber Videos ohne Musik wollt? Ich musste dann auch leider Gottes da was drauf antworten. Ich wollte eigentlich nichts drauf antworten, weil ich dachte, ach, aber ich dachte mir, nein, du musst jetzt was drauf antworten. Mein innerer, das war so ein innerer Zwang, da jetzt was zurückzuschreiben. Ja, auf jeden Fall schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob euch die Musik stört. Habt ihr mir 5 Jahre lang nicht erzählt, dass ihr die Musik kacke findet? Wenn das so ist, wäre es traurig. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, soll ich Musik in den Videos weglassen? Stört euch dieses Gedudel, was da im Hintergrund immer läuft? Wollt ihr es nicht? Sagt es mir einfach. Ansonsten lassen wir alles so, wie es ist. Und dann beschwert euch aber nicht. Ja, aber da habe ich heute früh nur gedacht so, oh mein Gott. Dann habe ich noch einen Kommentar unter einem ziemlich alten Video bekommen. Gestern kam der Film Die fünfte Welle. Und ich kriege gestern Abend einen Kommentar. War kein schlimmer Kommentar oder so, aber schon irgendwie voll goldig. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir bitte das Ende verraten? Ich möchte diese Bücher nicht lesen. Da dachte ich mir, ja, du hast wahrscheinlich gerade den Film geguckt und möchtest jetzt wissen, wie es ausgeht. Ich werde prinzipiell nicht die Enden spoilern unter meinen Videos, egal wie alt sie sind. Und dieser nette junge Mann könnte auch einfach mal Google fragen. Da kann man sich eine wunderbare Zusammenfassung durchlesen. Das sind wieder so Punkte, wo ich mir denke, bin ich die Auskunft? Ich helfe ja gerne, ne, wenn irgendwas ist. Aber wenn man solche Sachen... Aber solche Sachen kann man auch einfach mal googeln. Ich werde bei dem netten jungen Mann jetzt auf jeden Fall gleich mal noch gucken und ihm einen Google-Link unten drunter verlinken, wo er sich das Ende durchlesen kann, weil ich möchte ja helfen, wenn er mich schon so nett fragt. Aber voll goldig schon irgendwie. Entschuldigen Sie bitte. Ich werde hier eigentlich nicht gesiezt, was ja auch völlig okay ist. Ja. Ansonsten gibt es nichts weiter zu erzählen. Ich werde heute Nachmittag, wenn ich Feierabend habe, noch ein bisschen lesen. Heute Abend will ich weiter ein bisschen zocken. Möchte endlich mit Red Dead Redemption mit der Story fertig werden, dass ich meine restlichen Nebenquests machen kann. Und ja, ansonsten... Ich würde sagen, ich melde mich Sonntag nochmal und dann beende ich dann auch das Weekly Reading. Und ja, ich muss das jetzt mal loswerden. Bis dann! Guten Abend, ihr Lieben. Es ist Sonntag und das wird jetzt mein letzter Eintrag für dieses Weekly Reading. Ich hoffe, dass mein Akku noch so lange durchhält. Der blinkt nämlich schon. Ich wollte mich nur noch mal ganz kurz melden und ein kurzes Update geben. Ich habe Maybe This Love gestern beendet und fertig gelesen. Ich fand das Buch wieder zuckerzuckersüß. War eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte. Ich fand nur den Konflikt am Ende ein bisschen schwierig. Das fand ich irgendwie nicht so cool, wie das die Autorin gelöst hat, aber ansonsten war die Geschichte wieder richtig, richtig toll, wieder richtig süß, stereotypisch, kitschig, überzogen, aber richtig toll. Und heute habe ich dann angefangen, Broken Darkness so gefährlich zu lesen und ja, so da ist mein Lesezeichen, also das Stück hier habe ich gelesen, ich bin jetzt auf Seite 170 und holy moly, dieses Buch strotzt nur so vor, nennen wir es Sexualität. Also was die da miteinander veranstalten, das ist schon heavy. Und das ist definitiv noch mehr wie in den ersten beiden Teilen. Also dieses Buch ist sehr erotiklastig und sehr obszön und sehr abgefahren und definitiv was anderes. Und wer damit Schwierigkeiten hat, sollte dieses Buch definitiv nicht lesen. Ich finde es bis jetzt ganz gut.
ich hoffe, dass die Geschichte sich hier noch so ein bisschen entwickeln wird, dass hier noch ein bisschen was passieren wird, weil so viel ist bis jetzt in der Geschichte ja nicht passiert. Und ja, ich hoffe, dass da die Geschichte einfach sich noch ein bisschen entwickelt. Aber es ist schon heavy, was hier so bis jetzt abgegangen ist, was das Sexuelle betrifft. Alter Schwede, das ist krass. Ansonsten gibt es eigentlich auch nichts Neues zu berichten. Alles beim Alten. Ich war gestern mit Milo beim Tierarzt und wir haben ihm leider mal wieder eine Spritze geben müssen. Er hat gestern früh angefangen, sich zu erbrechen und 2 Stunden später hat der Magen dann wieder angefangen, diese übelsten Geräusche zu machen. Und ich habe ihm dann eine Tablette gegeben gleich. Da war es 7:30. Und der Tierarzt hat ja 10 aufgemacht und ich dachte mir, na gut, wenn sich der Bauch bis 10 beruhigt. So, der Akku ist mir jetzt dann doch abgeschmiert, hat dann leider nicht mehr gereicht. Wo war ich denn jetzt gerade? Ich hatte, glaube ich, gerade gesagt, dass ich für mich so gedacht habe, wenn das bis 10 sich alles beruhigt hat, er was getrunken hat wenigstens. Essen ist ja dann immer ein bisschen schwierig, gehst du nicht. Aber er hat weder gegessen noch getrunken und der Bauch war auch immer noch nicht ruhig. Dann bin ich 9:45 dann losgelaufen und war dann 12 wieder zu Hause. Also ich habe meinen Samstagvormittag beim Tierarzt verbracht, aber es war definitiv die richtige Entscheidung, weil es ging dem Kleinen danach sofort besser und jetzt haben wir halt für die nächsten 3 bis 4 Wochen quasi die Spritze und wir müssen ihm auch keine Tabletten geben. Und ja, es war ganz gut, dass ich zum Arzt gegangen bin, weil er hatte an der Seite ja hier immer noch diesen Knubbel, wo er vorher diese Teigdrüsenverstopfung hatte. Und das ist nicht richtig zugegangen und das hat der Arzt sich nochmal angeguckt und hat halt gemeint, dass das kein normaler Grind ist, sondern irgendein Enzym, was da diese Teigdrüse ausstößt. Und jetzt haben wir eine Salbe mitbekommen und sollten die halt immer ordentlich draufschmieren und ich bilde es mir vielleicht nur ein, aber ich finde, das Loch ist schon um einiges kleiner geworden und es vergrindet sich auch nicht mehr so schlimm und wenn wir Glück haben, heilt das dann jetzt auch endlich mal zu, dass wir mit dem Scheiß dann auch endlich mal durch sind. Ja, ansonsten habe ich das Übliche gemacht, geputzt und was man halt am Wochenende so macht im Haushalt, Wäsche gewaschen, pipapo und ja, heute früh habe ich ein bisschen gestreamt auf Twitch und ging mir voll auf den Keks, weil irgendwie war die Internetverbindung zwischen PlayStation und Computer heute richtig kacke und ich hatte ständig Abbrüche und pixeliges Bild und ach, das ging mir so auf den Sack. Ja, ansonsten habe ich auch nichts weiter getrieben am Wochenende. Ich habe einfach gechillt und rumgehangen, wie ich das des Öfteren mache. Nächsten Samstag ist ja Buchmesse. Wir fahren am Samstag hin. Ich habe keine Termine mehr gemacht für die Buchmesse, also was die Verlage und so betrifft. Ich bin mit der Niki verabredet und ich wollte 1 zum Blogger Booktuber treffen in der Messebuchhandlung. Aber ansonsten habe ich für die Messe nichts weiter vor. Wir schwufen so den ganzen Tag einmal so darum und mal da durch und guck mal, wen wir alles so treffen. Aber ansonsten bin ich da ganz entspannt und alles ist easy. Und ja, mal schauen. Ich freue mich schon auf die Messe. Ich habe schon noch so 1, 2 Leute, mit denen ich mich eventuell mal dort treffen möchte, die ich ja sonst nie sehe. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze so funktioniert. Und mehr gibt es jetzt an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich beende den Vlog jetzt an dieser Stelle. Ich habe mir jetzt auf Netflix einen Film angemacht. Mal gucken, wie der ist. Der heißt Battle, irgend so ein Tanzfilm. Schauen wir mal. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Weekly Reading. Ich glaube, das starte ich vielleicht diese Woche sogar noch. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich dann am Mittwoch endlich beim Friseur war und wieder ordentliche Haare habe und nicht hier so ein komisches, was auch immer das hier vorne gerade ist. Ich krieg die Krise momentan mit meinen Haaren. So, jetzt aber. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.